MP3-Player. Danke, den habe ich mir schon lange gewünscht. Das ist auch gleichzeitig ein Geschenk an uns, denn jetzt müssen wir uns nicht mehr deine bekloppten Mucke anhören. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Abenteuer auf dem Riderhof 4. Und wir haben als Aufgabe den Spazierritt. Ich mache jetzt einfach mal die... Ach so, jetzt muss ich meinen Tag selber bestimmen. Gut, damit ich die Pflichtsachen hier voll habe. Das heißt, das sind meine Gesamtbewertungen für die ganze Woche. Also wenn ich jetzt nochmal auf einem springe 5,0... Nee. Ach doch, die Hälfte von dem... Das heißt, ich müsste jetzt bei einem Springen nochmal 10 kriegen, dann wäre die Woche erfüllt. Mit 5,0 und nochmal 5,0. Und dann, wir testen es einfach. Aber ich mache jetzt so gut wie möglich hier nochmal voll mit Dressur, Springen und Querfeld ein. Dann habe ich das erledigt, würde ich mal sagen. Machen wir danach noch Springen. Dann machen wir Dressur und am Schluss nochmal Querfeld ein. Und dann ist der Tag für heute geplant. Und dann gucken wir mal, wie danach das Tagebuch dann aussieht. Ah, dann muss ich noch ein Tagebuch eintragen. Du musst regelmäßig Fotos von der Gegenstände machen und dann deinem Bruder Lukas schicken. An meinen Bruder Lukas? Diese Gegenstände findest du in deiner Umgebung. In dem Fotoapparat zu benutzen, drücke die linke Steuerungstaste. Ja klar, die linke Steuerungstaste. Klar, wer belegt sie sonst nicht so? Ein Sucher erscheint in der Mitte des Bildschirms und du kannst mit der linken bzw. rechten Maustaste suchen. Verzeihung. Wenn dein Sucher einen interessanten Gegenstand erfasst hat, ändert er seine Form. Um die Foto zu machen, drücke auf die Leertaste. Die Musik ist wieder so krass laut. Ach, ich vergaß. Wenn du aufs Gestüt zurückkehrst, das deine Woche fortsetzen möchtest, musst du die Escape-Taste drücken und zurückwählen. Waldmanns Heil. Ja, na gut. Heil. Ich belasse es dabei. Boah. Habt ihr den Geschwindigkeits-Glow-Effekt gesehen? Pass auf, ich zeig's euch nochmal. Wow, oh Gott, ist das normal so? Alter, WTF. Oh, was ist das? Moment, okay, ich versuch mal. Linke St- Oh nein. Ah ja. Ach nee, das ist nur eine Sonnenzeichnung, oder? Das ist nur ein Solareffekt, da soll ich kein Foto machen. Aber von den Tierchen muss ich da bestimmt ein Foto machen. Auf Gott. Ah, mit der Maus. Nein. Nein, kein Foto. Oh Gott, wie scary die sind. Muss ich jetzt davon ein Foto machen? Ich denke, ich werde schon merken, wenn ich davon irgendwie... Oh, voll gegen den Zaun geritten, ey. Und hier habe ich gar keine Geschwindigkeit. Achso, hier kann mein Pferd auf einmal unendlich lang piesen, oder was? Was ist denn da los, ey? Boah, man sieht halt überhaupt nichts. Muss ich davon vielleicht ein Foto machen? Och, du kannst während des Reitens fotografieren? Nein, es sind nur langweilige Kackschafe. Da muss man keine Fotos von machen. Oh Gott, das macht mir total kirre, diese Sicht. Das geht ja gar nicht. Was ist denn da los? Wir krümmen Raum und Zeit. Wir bewegen uns schneller als das Licht. Schneller, wir reisen zurück in der Zeit. Muss ich hier vielleicht... Oh, von dem, da muss ich bestimmt ein Foto von machen. Von Le Chip. Nein, ich muss von der Chip kein Foto machen. Also muss ich mal gucken weiter. Oder wie? Wie mache ich auch ein Foto? Oh, kannst du mal bitte... Ah ja, das macht also ein Foto ohne Geräusche, alles klar, Chef. Okay, gut. Und das läuft hier einfach weiter. Oh Gott, nein. Okay, Pferd. Also wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, kann ich es doch einfach beenden. Weil es ist also so langsam... So langsam gibt es eine Geheimgasse oder sowas. Oh. Wo kann ich noch hin? Da kann ich wieder hoch, zurück. Bin ich hier runtergestürzt? Ach, da durch. Da muss ich davon ein Foto machen. Von dem Gestein hier vielleicht. Machen wir nochmal zurück. Und woher soll ich das wissen? Boah, diese Sicht, ey, wenn das so. Schauen wir mal, weil das sieht ja schon ein bisschen derb aus. Nein? Hä?
Hä? Da ist doch gar nichts. Ändert sich da das Bild irgendwo oder so? Nein, da tut sich nichts. Das gibt es ja nicht. Gut schon, scheiß drauf. Ist mir egal. Pff, wo soll ich denn das wissen? Das ist echt kacke. So ein Schmarrn. Ich guck nochmal hier oben rum irgendwie nach dem Foto. Ah, da kann man da hinten auch lang reiten. Muss ich vielleicht von oben da ein Foto machen oder was? Oder muss ich hier überhaupt irgendwie so ein Foto machen? Nein. Muss hier rüber reiten. Ja, anscheinend gibt's ja nichts Gescheites oder was. Ach komm schon! Verdammt nochmal! Du kackdrummes Arschpferd, ey, das ist ja echt unglaublich mit dir. Oh, dann diese komische Racing-Sicht. Ich werde hier noch total wahnsinnig. So, oh, kann ich jetzt nicht rüber. Oh Gott! Links, geradeaus, rechts, da zurück. Einmal gegenreiten. What the fuck soll der Scheiß? Also jetzt nochmal darüber und dann da drauf. Muss ich hier vielleicht noch irgendwie ein Foto machen? Oder wie, oder was? Ach da! Ach so, hä? Was war das jetzt? Da war doch was. Kannst du das Pferd bitte mal stehen bleiben jetzt, oder wie? Hä, da war doch jetzt gerade irgendwas. Hat sich das verändert? Oh, Pferd, kannst du mal aufhören jetzt? Du blöder Pisser! Ob wie mich das ankotzt, dieses scheiß Dreckshurenpferd. Was, da läuft's denn die ganze Zeit und macht irgendwelche komischen... Fuck! Komischen Kackeffekte. Ich werd hier echt noch wahnsinnig. Nee, das geht mir so. Jetzt mal bleiben wir mal stehen. Du blödes Pferd. Aha. Und jetzt Foto, oder was? Nein. Oh Gott. Ah, du hast ein Foto gemacht von der Steinbrücke. Du blöder Pisser. Ja, und jetzt? War es das, oder wie? Oh, ich mag nicht mehr. Das geht mir auf den Sack. Eiskalt, ne? Das muss reichen. Da mache ich lieber springen. Erstmal speichern. Sonst vergesse ich nämlich wieder, dass es nicht gespeichert hat. Und auf einmal, wie beim letzten Mal, Game Over. WTF. Acht Hindernisse, Niveau einfach. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Und wir starten den Sprungwettbewerb mit Eduard. Nein, okay, da war ich anscheinend zu langsam, zu schnell. Okay, okay. Okay, okay. Ich denke, das ist vielleicht die perfekte Geschwindigkeit zum Springen. Oder sollte ich schneller sein? Man kriegt ja auch echt überhaupt keine Hilfe. So, ich glaube... Ich glaube, so ist schon besser mit der Geschwindigkeit. Auf jeden Fall reiße ich nichts mehr. Ja, verdammt. Aber wie kann man denn so schnell sein? Man kann doch gar nicht so schnell sein zum Springen. Das ist ja total behindert. Also schnell anreiten für die Zeit und wieder runterbremsen zum Springen. Ja, scheint mir wohl so zu sein. Aber man muss es halt wissen. Das Spiel schmeißt dann da einfach so zu rein und dann ist es so, ja, find selber raus, was passt. Uns ist das egal, du bist dann halt wieder Game Over und hey, ne? Gut, okay. War das gut? 9,6 kann man lassen. Oh. Dressur, das ist ja meine Disziplin. So. Geforderte Figuren. Schritt, Trab, Galopp. Das kann ich. Mitteltrab. Gut. Oh, da muss ich wieder... Oh, falsches. Oh Gott, da muss ich wieder umdrücken. Halten und grüßen. Okay, da stehen bleiben. Das ist ja so kompliziert. Ja, ich habe G gedrückt. Ah ja, sie grüßt. Alles klar. Und weiter. Da brauche ich hier wieder Steuerung rechts. Um das zu drücken. Das muss man auch alles irgendwie rausfinden. Das sagt einem keine Sau. Schön auf den Punkten entlang im Mitteltrab. Arschgut. Oh, 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 ja, gut, alles klar. Gerade nochmal so die Kurve gekriegt. So,
Und jawohl. Immer noch im Mitteltrab. Wieso gehen da diese Figuren zusammen? Das verstehe ich. Ah, ich mache hier einen Kreis. Mitteltrab, ja, sehr gut, sehr gut. Bislang hier nichts verkackt, würde ich mal sagen. Ich finde es total nervig, vor allem, dass man dann die rechte Steuerungstaste drücken muss. Das widerspricht total meinem Zockergehirn, weil da muss ich so blöd umgreifen. Seit wann spielt man denn Spiele nur mit der Tastatur, aber braucht dann die Maus auch für alles? Also das ist echt ein Scheiß. Mittelschritt ist deutlich langsamer als Mitteltrab, so. Oh, das ist wirklich sehr spannend. Schön die Kurve gekriegt. Bislang 10 von 10. Beachtlich. So. Bis im Schritt davor. Das ist ja wirklich sauspannend. Oh, wie blöd das. Wie komisch das Pferd von hinten läuft. Und sie sitzt außen drauf und wankelt immer so hin und her. Ey, das ist echt total scary. Weiter geht's. Das nächste ist Mitteltrab. Oh, dieses Schrittreiten, ne, das langweilt mich wirklich zu Tode. Also das ist so, ich bin komplett unterfordert. Dafür spiele ich, glaube ich, sonst zu viele Spiele, wo man mit schnellen Autos fährt oder sowas. Und Mittelgalopp. Ja, yeah, da geht mal was voran hier. Da wird ein bisschen Geschwindigkeit wenigstens aufgebaut. Das ist ja schön. Auch ziemlich lang eigentlich hier diese ganze Dressur, Dressage. Arbeitsgalopp, das war eins kürzer. Jawohl. Schön, schön macht er das. Sie, das Pferd. Hier, Victoria auf Crystal Meth macht eine ganz, 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 ganz gute Figur. Und das für jemanden, der so stark unter Einfluss von Crystal Meth steht, ist schon ein bisschen heftig. Aber wir sollen uns ja auch mit unserem Pferd gut verstehen, deswegen ist der Einfluss schon voll okay. Mittelgalopp, einmal nach oben. Einen Gang höher schalten sozusagen. Oh, da habe ich. Da hätte ich fast hier die Punkte nicht mitgenommen. Wie weit ist es denn noch? Wie lange geht das denn, bis ich mal wieder grüßen darf? Da guckt doch eh keine Sau zu. Oder sitzt da irgendwo Esteban und guckt ums Eck. Das wäre natürlich krass peinlich, wenn Esteban zuschaut und ich hier so einen Scheiß baue. Mitteltrab. So, jawohl. Das dauert ja auch gar nicht lang. Müsst ihr euch mal vorstellen, das sind schon fast 4 Minuten, die ich hier im Kreis reite und sinnlose Kacke rede. Mitteltrab. Ah, bin ich. Alles klar. Oh, mich kratzt es im Auge. Aha. Okay, Entschuldigung. Mitteltrab. Weiter geht's hier, die M-Kurve. Weiter, noch immer im Mitteltrab. Wie langweilig bei R. Da geht's noch weiter im Mitteltrab. Mitteltrab, Mitteltrab und weiter im Mitteltrab. Und ich sehe, da, es gibt auch keine Veränderung mehr. Wir werden wahrscheinlich den Rest hier im Mitteltrab und dann noch im Schritt verbringen. Ja, blau ist, glaube ich, Galopp. Und lila ist Trab. Und das scheint jetzt hier auch dann gleich zu Ende zu sein. Wir traben bis zu dem Schluss. Und dort halten wir... Oh nein, nicht. Ich mache immer die Drehung nach links. Und grüße dann, das ist richtig gut. So macht man das immer schön nochmal drehen. Du hast den Parcours bewältigt. Das freut mich wirklich sehr. Da kommt Spannung auf. Nein, da kommt Freude auf. Spannung nicht. Nein, wirklich nicht. Aber Freude kommt auf. Ich gehe mal speichern. Das war nämlich ein relativ gutes Ergebnis. Und das ist genauso, wie ich sagte. Also dann ist es 9,8 von 10. Wenn ich jetzt noch besser geritten wäre, dann hätte ich die vollen 10. Aber das war, weil meine erste Dressur nicht so gut war. Und beim Springen war die zweite jetzt nicht so gut. Und dann die erste war auch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob die erste besser war als die zweite, aber die war ganz okay, glaube ich. Gut, dann noch das Querfeld einrennen. Das hat beim letzten Mal so lala funktioniert. 13 Hindernisse. Ich würde mal sagen, das passt jetzt eigentlich hier ganz easy peasy. Und da kann man sich so schön aufs... Ist, glaube ich, echt irgendwie so ein Spiel, was man zu zweit spielen muss. Also, da einer springt und der andere läuft oder sowas, dann kann man das besser timen. Seht ihr, dann passiert nämlich so eine Kacke hier nicht. Jawohl. Okay, da bist du gut drüber gekommen, Pferdchen. Ich
Ich vergebe dir nochmal, verzeih dir nochmal einmal deine Unfähigkeit. Ist aber wirklich das allerletzte Mal. Danach weiß ich noch nicht. Ah, wieso, Alter, wieso? So, und drüber, komm schon. Und hopp. Jawohl. Ich muss immer noch ein bisschen oben auf die Ausdauerleiste gucken, dass mein Pferd nicht abkackt. So. Aber ich würde auch gern immer so ein bisschen schon mit einer gewissen Geschwindigkeit an das Hindernis heranreiten. Weil ich sonst Angst habe, dass das Pferd da nicht drüber springt. Das wird jetzt wahrscheinlich zu langsam, oder? Ah, ich drücke halt auch viel zu früh, ich Saudepp. Ah, das gibt's ja nicht. Oh. Kriege ich jetzt wieder Energie hinzu? Nein. So, ja, das geht schon, das geht schon. Ich habe jetzt 3 Fehlerpunkte gemacht. Das gibt, glaube ich, nicht so viele Punkte. Das wird, glaube ich, kein so guter Querfeld-Einparcours. Wir werden mal am Schluss sehen, was jetzt dabei rumkommt. Ob wir das nochmal machen müssen oder nicht. Kommt ja auch ein bisschen auf die Zeit an. Wir haben jetzt 9 von 13, also 4 noch. Okay, 10 von 13, 3 noch. Und da sind die 3, die sind relativ knapp hintereinander, glaube ich. Das sind die 2 und dann das eine ist kurz vor Schluss nochmal. Da war es beim letzten Mal auch so, dass mir das Pferd abgekackt ist. Hey, was? Hä? Was war das jetzt? Nein, oh Gott, was passiert jetzt hier? Oh, das wird nichts mehr mit der Zeit. Das war jetzt scheiße. Ah, nee, das war nichts. Das war nichts, meine Lieben. Komm schon, jetzt reite halt dann noch. Oh nee, wie schlecht. Ah, die Zeit ist vorbei. Nein, reite doch einfach drüber, du Pisser. Oh, wie mich das nervt. Oh, und dann an so einer komischen Kante hängen geblieben. Einfach nur, weil scheiße programmiert ist, das Kackspiel. Fuck, ey. Nee. Oh, 2 Minuten 29, das ist ein Parcours. Da bin ich hier gespannt. Ich glaube, das war nix. Schauen wir mal. 6,3 von 10. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen sollte. Das ist Querfeld 1,7, dann habe ich schon mal die Komplettdings erfüllt. Also für die Woche ist alles okay, nichts mehr im grünen, roten Bereich. Das ist schön. Dann kann ich da so weitermachen und den Donnerstag. Jetzt muss ich eigentlich gar nicht mehr so krass auf die Sachen achten. Aber ich sollte sie trotzdem machen. Oder sollte ich einfach nur also Spazierritt und Bibliothek, Zimmer, Foyer und sowas machen? Dann fange ich mal im Foyer an. Dann fange ich mal im Foyer an, gehe dann in die Bibliothek, lerne neue Sachen, gehe dann ins Zimmer und dann vielleicht nochmal ins Foyer. Und dann hätte ich das bestimmt noch jetzt so Story-Gelaber und so ein Scheiß. Oh, hi, Leute, hey, na, ihr müsst ja nicht reiten. Oh, wieso überspringe ich das immer? Um den Verlust seiner Ranch vergessen zu machen. Ah ja, genau, das hat sie schon erzählt. Und arbeitete auch am Wochenende. Meine Mutter und ich blieben unterdessen allein zu Hause. Meine Mutter arbeitete als Psychologin und so war ich häufig auf mich allein. Ja, aus diesem saugeil. Grund hat mich mein Vater schon als kleines Kind in eine Reitschule gesteckt, weil er hoffte, dass ich so die Familie... wie mich das nervt, dass die letzten Wörter nicht sprechen. Wenn es nur so einfach wäre, so hielt ich es denn... Warum das denn? Komm, Ach so, komm später wieder, dann reden wir weiter. Okay. Komm, Esteban, ich will auch mit dir reden, Esteban. Ich weiß nicht, was ich dir erzählen soll. Tut mir leid. Ich bin nicht besonders begabt, was Reden anbelangt. Du machst doch deinen Mund nicht auf. Ich möchte ja mit dir reden. Oh, ich wollte dich nicht stören. Ich lass dich zufrieden, aber ich... Ja. Mit Vergnügen. Ach, das war schon, mit 2 Leuten kann ich reden. Macht es denn Sinn, wenn ich später nochmal mit denselben rede oder mit anderen? Ich gehe jetzt mal in die Bibliothek, scheiß drauf. Und jetzt lerne ich mal wieder. Ach, jetzt muss ich ja gucken, was ich schon gelernt habe. Die habe ich ja schon alle gelernt. Auf wie weit habe ich denn das letzte Mal durchgeklickt gehabt? Bis zum versammelten Trab habe ich den noch nicht gelernt. Dann lerne ich den jetzt noch. Und dann einfach Nahrung. Soll ich das lernen? Ich glaube, ich muss sowieso früher oder später alles gelernt haben. So. Pflegeniveau 1, ja. Aktivitätniveau 1.
Keine Ahnung. Es wird einem ja nichts erzählt. Empfindung, Lernischmor, bisschen lesen, Zerstreuung, Lesischmor. Gucken wir mal. Zeit vorbei. Oh, so schnell geht eine Schulstunde schon wieder rum. Und so weit bin ich in der Bibliothek noch gar nicht vorangekommen. Dann gehe ich halt wieder zurück. Und tschüss, du Tür. Tschüss, du Buch. Und dann bin ich auf dem Zimmer. Ah ja, genau, mal speichern zwischenzeitlich, bevor ich wieder irgendwas verkacke. So. Oh. Ich könnte mir neue Sachen kaufen. Was war das? Ah, das sind die Fotos, die ich gemacht habe. Nice. Guckt sie euch an, wie schön. Oh, wow. Wow. Was war das? Ah ja, das ist der Shop, genau. Das ist Horse Girl Store. Da könnte ich mir neue Klamotten. Ja, könnte ich. Möchte ich aber, glaube ich, gerade nicht. Aber ich habe so viel... So, diese Klamotten, die sie jetzt anhat, kann ich gar nicht ersetzen. Oder kann ich mir die hier... Sind das dann diese da oder was? Oder sind die in dem anderen Store? Oder in meinem Schrank? Oder einer ganz anderen Website? Oder muss ich da überhaupt ganz woanders hin? Oder wo... Ah, kann ich die da im Schrank umziehen? Nein, hier? Was ist denn das? Ach, das sind Sachen, die ich eingesammelt habe. Kein Mensch braucht das. Kann ich mit der Katze reden? Oh Mann, ich will mit der Katze spielen oder irgendwas machen. Wieso geht denn das nicht? Schulranzen... Da kann ich sie umziehen. Aber sie hatte nichts anderes. Das ist doch total gay. Ich geh mal raus. So. Ach, kann ich mich jetzt... Ach so, das war's jetzt schon meine Zeit im Zimmer. Alles klar, dann gehen wir nochmal ins Foyer und tratschen nochmal so ein bisschen mit den... mit anderen. Oder mit denselben nochmal. Ich glaube, ich rede nochmal mit ihr, dann können wir unsere Geschichte fortsetzen, die mir sie am Anfang versucht hat, hier einzutrichtern. Ach ja. Ich trainierte jetzt an dieser Reitschule und erwies mich sogar als sehr begabt. Dank meiner Fortschritte und auf Anraten der Lehrer gab mein Vater sein ganzes Geld. Meine Mutter hatte sich dagegen ausgesprochen, denn sie dachte, es sei besser, das Geld für mein Studium zu sparen. Aber mein Vater sah mich schon auf dem Podium stehen und setzte seinen Kopf durch. Er kaufte mir ein wundervolles Pferd. Das war der glücklichste Augenblick in meinem Leben. Und ich arbeitete wie eine Besessene, um meine Eltern mit Die Musik ist auch viel lauter als die Stimmen. Aber können wir uns das für später aufheben? Ja, ich mach erst nochmal... Oh nee, ich kann denn die Optionen nicht... Wir machen das dann gleich mal, weil ihr versteht ja auch nichts, weil die Stimmen so leise sind, weil die Musik immer so kacke laut ist. Echt, das ist so fehlprogrammiert, dieses ganze Spiel. Mein Leben ist nicht gerade aufregend. Ich bin in einem wohlhabenden Viertel von Barcelona aufgewachsen. Mein Vater war Sammler. Es macht ihm Vergnügen... Sammler, was ist denn das für ein Beruf? Gewinn wieder zu verkaufen. Sein Leben interessierte mich wenig. Also war er Händler. Ich muss sagen... Ja, aber ich muss sagen, dass es auf seinem Gebiet, dass er auf seinem ich Gebiet sehr erfolgreich war. Tierarzt werden, aber mein Tierarzt Vater hielt also. Die Beschäftigung mit Tieren für Zeitverschwendung und sagte... Und sagte, man habe ja schon genug mit dem Menschen zu schaffen. Wollt ihr dein Leben der Pflege von Tieren widmen? Ja. Eine ehrenwerte Absicht. Oh, da verliebt sie sich schon gleich. Dass ich in Afrika in einem Reservat leben wolle. Wilderer da. Ah ja, um wir wilden Tieren daran zu hindern, illegal zu jagen. Okay, dass mein kindlicher Wunsch mit der Zeit verblassen würde, so wie andere ihre Wünsche ändern. Doch die Jahre ver... Er blieb seinem Ziel treu, und warum bist du heute nicht hier? Ich werde dann auch nochmal davon erzählen. Bla, na gut, ey, dieses Kackspiel. So wir treffen... Boah, in einer Stunde am Strand? Sie will mich challengen, oder was? What the fuck? Das kann sie haben, die olle Zibbe.